Was geht, Freunde? Die jetzige Folge war eigentlich ganz okay. Gab zwar auch dumme Stellen, aber damit muss man halt irgendwie auch leben können. Zu Anfang möchte Goku zwar gegen Jiren kämpfen, allerdings kommt Toppo aus dem Nichts und schießt Goku in den Boden, sodass dieser sich irgendwo anders ausbuddeln muss. Einfach denselben Weg rausnehmen wäre halt schon recht langweilig. Also buddelt sich dieser Schlingel bei Kale und Khalifa aus. Dort wartet aber weiterhin Arbeit. Nämlich hat Toppo gleich 5 Leute der Universum 11 Ginyu Force auf sie gesetzt, damit diese halt Goku rauskicken. Weil Goku dort mit Kale und Khalifa ist, greifen sie auch die beiden an. Währenddessen grillt Roshi einen Gegner mit der Faust des Schreckens oder wie es hier heißt, Lightning Flash. Surprise Attack. Was daran so eine überraschende Attacke bzw. ein überraschender Angriff ist, kann ich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht sagen. Ich meine, er muss schon ziemlich sehr lange dafür aufladen und so. Uain. Roshi hält den Gegner oben und Tenshinhan haut den Gegner dann mit seiner Neo-Kiku-Kanone raus. Muten Roshi ist jetzt aber schon ziemlich erschöpft. Ich schätze mal, dass jetzt in den nächsten paar Folgen noch das Mafuba kommt und es dann auch schon für Muten Roshi war. Universum 7 sammelt sich, nur ohne Goku und ohne C-17 und 18. Selbst Freezer kommt und das mit einem Gegner in der Hand, welchen er gerade fertig gemacht hat. Oh, Vegeta ist auch da. Nur meckert er Freezer an, dass er ihm diesen Gegner geklaut hat, weil es eigentlich sein Gegner sein sollte und ja, die beiden lieben sich halt wie immer. Aber auch Goku kommt in puncto Liebe nicht zu kurz. Sein Gegner umarmt ihn nämlich sehr romantisch und möchte ihn auch gar nie wieder loslassen, genau wie dieser Ork. Wieso umarmt jeder Son Goku? Also verändert der jetzige Umarmer sein Gewicht so stark, dass selbst das Super Kaching-Stahl dieses Kachi-Kaching-Stahl nachgibt. Der eine hält Goku nun also fest und der kleine Zwerg wirbelt sich ein wenig und greift Goku an. Währenddessen kämpft Khalifa gegen Kermit, den Steroidenfrosch und kassiert eigentlich. Und Kale wird gut in eine unzerstörbare Kugel verpackt. Der Anführer dieses kleinen Trupps meinte zwar noch, dass es ja schon irgendwie unfair ist, dass es ein 5 gegen 3 ist, aber immerhin ist das ein Battle Royale und von daher auch eigentlich scheißegal. C-17 und 18 steigen aber mit ein und somit wird es zu einem 5 gegen 5. C-17 beschäftigt den Anführer und C-18 geht Goku helfen. Mit einer Kombination Doppelspin-Attacke greift Tupper, also der Schwermachttyp, C-18 an. Diese stemmt ihn einfach ganz locker easy mit einem Arm hoch und rollt ihn weg. Dieser kann sich zwar ganz kurz vor Schluss retten, fällt durch sein Gewicht aber dennoch runter, weil der Ring einfach nachgibt. Also Planänderung von Universum 11. Nun gehen sie zu viert auf die beiden Schwächeren, also Khalifa und Kale. Die eine da, Name ziemlich irrelevant, weil die in dieser Folge eh rausfliegt, erstellt eine Barriere, so wie sie auch Kale gefangen hat, nur mit dem kleinen Unterschied, dass sie diese extrem groß gemacht hat, damit keiner von außen sie angreifen können und sie stören können. Könnte sie nicht einfach von Anfang an so ein mehrlagiges Ding über ihr Team machen, sodass sie halt nicht kämpfen müssen quasi. Egal, Goku und Co. können nicht mehr mitkämpfen und somit kassiert Khalifa noch viel mehr. Was könnte nun also passieren? Kale weint und wird zu einem Super Saiyajin, zu der schwächeren, nicht ganz so muskulösen Super Saiyajin Form. Wahrscheinlich einfach nur ihr Super Saiyajin ohne Legendär davor. Auf jeden Fall zerbricht sie somit diese unzerstörbare Kugel, weil, ja, warum nicht? Ein Kombinationsangriff, Kale verwandelt sich während diesem Angriff in den Rage Mode, welchen sie jetzt einfach so kontrollieren kann und sie kicken 3 der restlichen 4 raus. Die mit diesen Schilden macht einfach ganz schnell eins um sich rum und ja, scheißt einfach komplett auf ihr Team. Nach diesem Angriff ist Kale nun aber wirklich ausgelaugt und braucht eine Pause. Darum verziehen die beiden sich auch, aber wohin genau weiß eigentlich keiner, weil überall ist ja Krieg und ja, das ist halt ein bisschen blöd, wo sie hinwollen, höchstens zu Hit oder so, aber ja, das weiß halt keiner so genau. Ich glaube aber jetzt auch, dass es so langsam mit den beiden war. Noch einen weiteren Auftritt werden die beiden wohl nicht bekommen, höchstens ein Super Saiyajin 3 oder so ein Scheiß, aber das will eigentlich keiner. Die Verräterin aus Universum 11 fühlt sich in dieser Kugel sicher. Zu sicher. C-18 schnappt sich einfach das ganze Ding und schmeißt sie runter. Das war mal eine geile Aktion. Universum 11 hat jetzt nur noch 4 Kämpfer. Jiren, Toppo, komischer dicker blauer Typ und Fake Beerus. Es ist eigentlich schon krass, wie viel Universum 6 und 7 hier machen. Es kommt mir irgendwie fast so vor, als würden nur die beiden alle anderen rauskicken. Naja, in der nächsten Folge geht es ab mit Universum 2. Laut dem Daishinkan soll dieses Universum ja mit dem Universum 11 zu vergleichen sein. Doch, wie fandet eigentlich ihr diese Folge? Schreibt es einfach unten in die Kommentare und wie immer könnt ihr deswegen abstimmen. Das war's dann aber auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nochmal wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.